liebe Freunde. Mit freundlicher Unterstützung von Kaufland. Ich finde nämlich sehr scheiße, wenn irgendwo Glasscherben rumliegen, wo Kinder sind und Fahrräder fahren. Deswegen kriegen wir das heute zusammen. Komm. Vor allen Dingen, man kann ja irgendwo, wenn man dieses Bedürfnis hat, Glas zu zerschlagen, dann vielleicht nicht da, wo Kinder fahren oder Fahrräder. Ist doch voll scheiße. Der bringt es auch nicht so sehr. Ich lese gerade. Man geübt hat. Ja, du bist immer besser. Ja, ich werde immer besser. Ich sehe das schon. Aber du vergisst die Hälfte hier, ne? Überall. Echt? Du tauschst es vielleicht. Ich sehe nicht alles. Warte mal, ich kann mal den ganzen vielleicht auch anfangen, oder? Ich will da halt auch nicht selber reinfahren. Richtig. Vielleicht wäre es ja eine Idee, wenn hier ein Metallschrank hinkommt und regelmäßig vielleicht jemand öfter guckt. Also die Glasscherben sind mir gestern Abend aufgefallen, da habe ich schon die gröbsten ein paar mit der Hand aufgehoben. Ja, keine Ahnung. Ich habe als Jugendlicher sehr gerne auch Flaschen zerschlagen. Aber hier ist echt doof vielleicht, ne? Vor allem hier sind viele kleine Kinder. Die Fahrräder gehen auch kaputt. Plus die Verletzung. Und eigentlich war es mir ein Bedürfnis, heute direkt einen mitzunehmen, aber dann... Ich bin immer viel durcheinander, hatte ich halt keinen Handfeger bei. Man kann aber für 3 Euro einen kaufen. Finde ich ein guter Preis für sowas. Das sind schon große Glasscherben. Die kleinen sind ja auch scheiße. Vielleicht wäre auch mal so eine Kamera hier nicht schlecht. Ja, aber die geht ja dann auch irgendwann kaputt. Da kommt die Glasbeste, maskierte Debile und macht die kaputt, ne? Ja, dann so hoch an dem Mast hängen, dass man die eben nicht so schnell kaputt. Vielleicht etwas mehr engagierte Eltern oder sowas bräuchten wir. Und Metallschrank, wo dann wirklich einmal täglich jemand mal vorbeikommt und nachguckt. Und man kann das ja nicht alles auf den Rücken der städtischen Mitarbeiter machen. Die schaffen das nämlich auch nicht. Die werden dafür auch nicht bezahlt, jeden Tag herzukommen. Aber es ist schon halt Glasscherben, eine Gefahr. Ich habe bloß keinen Bock auf den Platten, aber ich will auch nicht, falls ich ausrutsche oder so, gleich mir gleich den ganzen Arm zerschneiden. Ja, reicht ja schon, dass der Bein blutet, ne? Ja, genau. Da habe ich mich zu feste gekratzt. Ja, aber du lässt hier trotzdem die Hälfte liegen. Du lässt trotzdem hier überall die Hälfte liegen. Nee, die sind sehr klein, ich sehe die nicht mehr. Ja, trotzdem. Ja. Oh. Guck mal hier nochmal. Hier sind noch 30 Dinge. Was gesehen? Und hier. Da sind noch 3. Voll die Scheiße, ist noch, ne? Alles voll hier. Ja, ist noch alles überall voll. Die bleiben halt auch zwischen den Steinen ein bisschen, zwischen dem Asphalt. Naja, klar. Ja. Nimm mal die noch mit hier vielleicht. Ja, alle darf man sowieso nicht erwischen. Ja, da muss man jetzt halt vorsichtig. Ein großer Besen wäre nicht schlecht. Also ich will jetzt mein soziales Engagement nicht übertrieben erzählen, aber
Vielleicht könnte man ja wirklich eine Eltern- oder sowas Initiative machen, dass hier ein Metallschrank ist, wo 30 Leute einen Schlüssel zu haben und da ist halt ein Besen drin. Ne? Das müsste doch drin sein. Gerade jetzt im Sommer, wo wirklich regelmäßig Kinder hier sind und nicht nur Jugendliche, die dann halt vielleicht ausgerechnet die Flaschen zerschmeißen. Ja. Ja, so welche. Ja, hier ist alles voll. Du da im Moment gar nicht fahren. Ey. Ich bin gestern gefahren, mir ist nichts passiert, aber ich bin die Dinger so ein bisschen umfahren. Ja, kannst du doch gar nicht.